Und wir schauen auf die Ukraine. Dort gehen die Gefechte unvermindert weiter. In der Nacht sollen laut der Regierung Industrieanlagen in der Zentralukraine angegriffen worden sein. Auch die Hafenstadt Odessa wurde erneut zum Ziel. Die Ukraine hat ja mittlerweile eine Gegenoffensive gestartet, um verlorenes Terrain wiederzugewinnen. Wie genau es entlang der Frontlinie steht, ist aber nur schwer zu beurteilen. Beide Seiten sprechen von hohen Verlusten des Gegners. Russlands Präsident Putin hat sich vor 2 Tagen zum ersten Mal seit langem gegenüber Medienvertretern zur Lage geäußert. Alles sei unter Kontrolle, soll er versichert haben. Die Frage war auch aufgekommen angesichts des zunehmenden Beschusses in der russischen Region Belgorod. Sie liegt direkt an der Grenze zur Ukraine. Und dort in dieser Grenzregion Belgorod auf russischer Seite, knapp 40 Kilometer von der Grenze entfernt, ist meine Kollegin Ina Ruck. Ina, seit Monaten wird dort geschossen, seit Anfang Juni angeblich beinahe täglich. Was beobachtest du in dem russischen Grenzgebiet? Hier in Belgorod sind tatsächlich, das ist die Regionalhauptstadt hier, dieses Gebiet, sind sehr viele Flüchtlinge. Hinter mir in dem Gebäude, das ist eine Sporthalle, so ein großes Sportzentrum, stehen die doppelstöckigen Betten, wo die Menschen wohnen. Es sind angeblich 15.000 aus der direkten unmittelbaren Grenzregion, also noch näher ran an der ukrainischen Grenze, mittlerweile hierher gebracht worden. Ich habe noch nicht mit vielen Leuten reden können. Die, mit denen ich reden konnte, haben tatsächlich gesagt, dass seit Anfang Juni in dem Ort Schebekino, aus dem die meisten hier kommen, geschossen wird. Sie sagen, dass die Häuser zum Teil komplett zerstört sind. Das sind alles Dinge, die wir bislang nur von Augenzeugenberichten kennen, denn im russischen Fernsehen wird nur wenig darüber berichtet. Ganze Ortschaften wurden hier beschossen. Es gibt auch gegenseitige Schuldzuweisungen. Die Ukraine beschuldigt Russland und umgekehrt, das kennt man ja. Weiß man denn, wer schießt? Naja, die Ukraine, oder sagen wir es andersrum, Russland sagt, dass die ukrainische Armee diese Grenzregion beschieße. Die ukrainische Armee sagt, nein, wir sind das nicht. Das sind die sogenannten russischen Volontärskorps, die da auf ukrainischer Seite stehen. Das sind verschiedene rechtsradikale Gruppierungen, die sich angeschlossen haben dem Kampf der Ukraine. Wie weit das Ganze offiziell ist, wissen wir nicht, aber die angeblich auch schießen. Wir wissen, dass die tatsächlich hier in einigen Orten im Grenzgebiet waren oder vielleicht sogar noch sind. Wer aber die schweren Artilleriebeschussschäden verursacht hat, die es da offenbar wirklich in den Ortschaften gibt, ist ganz schwer zu sagen. Man berichtet hier darüber kaum, interessanterweise. Also es wird zwar immer mal wieder auch gesagt, dass Menschen ihre Häuser verlassen müssen und dass die Ukraine angeblich über die Grenze schieße. Aber wie groß das Ausmaß ist, wird hier im russischen Fernsehen nicht so gezeigt. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass man ja hier gerne davon redet, dass die russische Armee siegt und siegt und siegt und überall immer wieder Fortschritte macht. Und dass hier nun aber tatsächlich offenbar der Krieg auf russisches Gebiet gelangt ist und dass man da ganze Ortschaften räumen muss. Das ist etwas, was man offenbar nicht so gerne zugibt hier. Gehen wir da tatsächlich noch einmal ein bisschen tiefer rein. In welche Richtung noch geht die Berichterstattung innerhalb Russlands? Also wovon wird konkret gesprochen im Moment? Also man redet natürlich über die sogenannte Spezialoperation nach wie vor. Man redet darüber, dass die ukrainische Gegenoffensive scheitere oder bereits gescheitert sei. Wir haben das ja häufig im Fernsehen auch bei uns schon gezeigt, dass da täglich der Sprecher der russischen Armee vor die Kamera geht und Erfolge verkündet. Ob das dann wirklich alles Erfolge sind, ist sehr stark zu bezweifeln. Und über das, was hier in der Grenzregion passiert, erfahren die Zuschauer nur sehr wenig, dass da zum Beispiel so ein russisches Freiwilligenkorps existiert, das sich auf die Seite der Ukraine geschlagen hat, eben bestehend aus rechtsradikal gesinnten Russen. Darüber wird hier überhaupt nicht berichtet. Ich habe eben in der kurzen Zeit, die ich hatte, versucht, mit einer Frau darüber zu reden, ob sie weiß, wer da schießt. Und da hat sie gesagt, ja, wer denn? Natürlich, das ist völlig klar, wer da schießt, die ukrainische Seite. Von der anderen hat sie überhaupt noch nie gehört. Das ist also wirklich... Man berichtet hier nur über die Erfolge, über die vermeintlichen Erfolge Russlands. Alles andere wird nicht berichtet. Und was erzählen dir die Geflüchteten noch? Wie nimmst du die Stimmung vor Ort in dieser Grenzregion wahr?
Na, die Leute sind total verzweifelt, wenn man da reingeht, und wir werden da gleich auch drehen dürfen. Wir haben eben die Drehgenehmigung bekommen, dann sieht man da wirklich Familien in Doppelstockbetten, wie man das eben kennt aus solchen Flüchtlingsunterkünften, nicht? Wir haben eine sehr alte Frau in Winterkleidung getroffen, die da auf so einem Bänkchen sitzt und einfach alles mitgenommen hat, was sie so schnell greifen konnte, eben auch ihren warmen Wintermantel, weil das ist was, was wichtig ist, sagt sie. Wir haben mit Leuten auch, ich habe zugehört, wie Leute ein bisschen schimpfend gesagt haben, wo sollen wir denn jetzt hin? Besorgt uns doch bitte was. Wo können wir denn hier weiterhin? Das da drin ist gar nicht so schlecht organisiert. Da können die Leute erstmal sich anmelden, kriegen dann eine kurzfristige Unterkunft, bekommen dann angeboten, wohin sie weiter reisen können. Aber das ist natürlich für die Leute völlig inakzeptabel, wenn man ihnen zum Beispiel anbietet, dass sie nach Sibirien, nach Tomsk fahren könnten. Dort sind offenbar Ferienlager freigeräumt worden. Aber das sind tausende Kilometer von hier entfernt. Die Leute wissen nicht, ob sie jemals wieder zurückkommen. Und sie wissen vor allem nicht, was in ihrer eigenen kleinen Stadt in Chibeke nur im Moment los ist. Und manche versuchen auch, also die Stadt ist abgesperrt, wir dürfen dort nicht rein. Eben, ich denke, weil man die Zerstörung nicht sehen soll. Manche Leute schaffen es offenbar dennoch reinzukommen, indem sie da irgendwie mit den Polizisten, die das Ganze bewachen, kleine Deals machen. Und ich habe das bislang nur in Telegram-Kanälen gelesen, wo Leute dann schreiben, ich habe mein Haus gesucht, mein Haus ist weg, mein Haus ist kaputt, ich konnte aber meinen Kater noch finden und solche Sachen. Also das ist schon, das scheint auch schon ein heftiges Ausmaß dort zu sein. Aber wie gesagt, hier wird das ganze Ausmaß nicht berichtet. Ina Ruck war das für uns. Danke für diese Eindrücke und Informationen aus der ukrainisch-russischen Grenzregion Belgorod.